Hallo bei einem neuen Video. Heute geht es um mein Schlauchboot und die Montage der Slipräder. Viel Spaß beim Video. So, das ist dieses Schlauchboot. Ein Suzuki Schlauchboot, 3,90 Meter lang mit 15 PS Außenbordmotor. Dementsprechend hoch ist das Gewicht dieses Bootes. An der Stelle, an der ich im Altarm abwinden Asten slippen möchte, ist die Beschaffenheit dieser Slipanlage relativ schlecht. Ich komme mit dem Anhänger nicht wirklich bis ins Wasser runter. Somit habe ich mir etwas anderes überlegt. Und das sind Slipräder, die ich mir bestellt habe. Die Montage schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Slipräder habe ich mir auf Amazon gekauft. Kommen zwei so Räder, sind pannensicher. Das heißt, ohne Schlauch, keine Luft drinnen. Bedienungsanleitung dabei, zwei Edelstahlwinkel, die klappbar sind. Den Mechanismus zeige ich euch dann gleich. Schraubenmaterial. So, das Ganze jetzt hier auf diesen Heckspiegel montieren und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Laut Beschreibung von diesem Radius 100 mm Abstand. Hab dann eine Linie gezogen, 100 mm oben das erste Bohrloch angezeichnet, 55 mm weiter dann das zweite Bohrloch. Wir bohren jetzt mit einem 3 oder 4 mm Bohrer vor. Das endgültige Loch muss dann den Durchmesser 8 mm haben. So, jetzt sind wir beim 8 mm Bohrer. Jetzt wichtig, nicht ganz durchbohren, sonst zerfranst dieses Holz. Das heißt, wir bohren jetzt drei Viertel durch und bohren den Rest von der anderen Seite. Bei der Montage gibt es dann auf der Außenseite eine Eisenplatte mit drei Bohrungen, die eingesenkt sind auf einer Seite und eine Gummidichtung mit zwei Bohrungen. So, die Eisenplatte kommt hier rein, stecken schon mal Schrauben durch, noch einen Schrauben durch, dann kommt die Gummidichtung. Und dann wird das reingesteckt. Auf der Innenseite kommt dann eine Dichtung, eine Eisenplatte, eine Stoppmutter und eine Hubmutter, damit man sich am Gewinde nicht verletzt. Wir schrauben das mal rein. Auf der Innenseite Dichtung, Metallplatte, Stoppmutter. Für das Rad gibt es jetzt so eine Hohlwelle, eine Beilagscheibe und einen Sicherungssplint. Stecken die Hohlwelle auf. Schieben das Rad auf. So, man muss der Sicherungssplint noch durch. Genau. Der wird dann noch aufgebogen. So sieht's aus. Lösen lässt sich das Ganze, wenn man das ganze Rad nach oben schiebt, ausklappt und dann das Rad in die richtige Position dreht. Fertig. So kann man slippen. Jetzt montieren wir noch die zweite Seite und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an.
Fertig sieht das Ganze dann so aus. Die Räder sind eingeklappt, schön verstaut am Spiegel. Der Motor kann sich immer noch komplett drehen. Es ist keine Einschränkung. Und die Räder können mit einer Hand ganz einfach montiert werden. Nach oben ziehen, unten ausklappen. Und so kann man das Boot dann relativ schön slippen. Nach unten ziehen und einklappen. So, ich hoffe, ich konnte euch einfach erklären, wie diese Montage der Slipräder funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.